Welches Puzzlestück passt wohin? Die Bundesliga-Teams arbeiten schon kräftig daran, ihre Lücken für die kommende Saison zu schließen. Ein wertvolles Puzzlestück könnte der BVB jetzt verlieren. Jadon Sancho, die Gerüchte um einen Wechsel in die Premier League halten sich seit Monaten. Manchester United, der heißeste Kandidat. Der Transfer allerdings ins Stocken geraten. Jetzt setzt der BVB Manchester United unter Druck. Wie die Sportbild berichtet, haben die Dortmunder den Red Devils gleich zwei Ansagen gemacht. Zum einen liegt die Preisforderung bei 120 Millionen Euro. Zum anderen muss United den Deal bis zum 10. August eingetütet haben. Ein hochtalentierter Engländer steht vor dem Abgang, ein anderer soll kommen. Der 17-jährige Jude Bellingham, zentraler Mittelfeldspieler, aktuell noch bei Birmingham City in der zweiten englischen Liga unter Vertrag. Äußerst spannend die Frage, wohin es Max Kruse ziehen wird in diesem Sommer. Seinen Vertrag bei Fenerbahce hat er wegen ausstehender Gehaltszahlungen gekündigt. Bei Sky sagte Kruse zuletzt, sein Ziel sei die Bundesliga. Der 32-Jährige stellte sich selbst ins Schaufenster, indem er sagte, er sei für fast alle Clubs der Bundesliga bezahlbar. Ein Club der Bundesliga ist ja jetzt auch weiterhin Kruses Ex-Club Werder Bremen. Eine mögliche Rückkehr an die Weser wollte Kruse nicht ausschließen. Nicht halten können wird Werder wohl Milot Rashica. Seit langem heißt es, RB Leipzig soll stark interessiert sein, aber auch Milan und die Hertha haben wohl ihre Finger ausgestreckt. Ohnehin die Hertha, einer der spannendsten Clubs in Sachen Transfers in diesem Sommer. Gerade hat Investor Lars Windhorst noch einmal 150 Millionen Euro locker gemacht. Geschäftsführer Michael Preetz hat die klare Aufgabe, den Kader zu verbessern. Ein Kandidat dafür soll der auch aus England umworbene Weston McKennie von Schalke 04 sein. Für den 21-Jährigen müsste Hertha nach Sport1-Informationen allerdings bis zu 25 Millionen Euro auf den Tisch legen. Große Deals könnten in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. Nicht nur, aber vor allem in Berlin und in Dortmund wird kräftig gepuzzelt.